Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Container-Opening der ja, Premium-Container-Ehrenlegion, die Wargaming mir zur Verfügung gestellt hat, um sie euch zu zeigen. 22 an der Zahl sollten es sein, 27 Container habe ich hier. Ja, da werden sich ein paar andere mit reingemischt haben, weil ich nicht darauf aufgepasst habe. Aber zuerst einmal hier, so sieht das aus im ja, Premium-Shop. Ihr könnt euch vorstellen, jeglicher Container, den es auch so geben wird, gibt es auch im Premium-Shop und der Preis ist mehr als nur happig, 89,99 für 25 Premium-Container. Man kann auch Container kaufen für Dublonen, ich glaube um die 22.000 Dublonen oder so soll es im Game kosten. Und ihr seht, was immer drin ist, es ist immer 127 französische Marken drin, oder es sind immer 127 französische Marken drin, 15 Tarnungen oder 15 Spezialsignale und ein Element der Sammlung Ehrenlegion. Zudem hat man eine erhöhte Chance auf einen Kampfauftrag. Die Belohnung für das Abschließen des Auftrags ist entweder eine Cascon, Le Terrible, De Grasse oder Aigle. Man sieht, sie werden mit einem Dreierkapitän und mit einem Liegeplatz ausgeliefert und im Vergleich zu normalen Containern gewähren die Premium-Container eine besondere Chance. Bedeutet, man kann die auch so erspielen. Zusätzlich dazu kann man dann für diese Ehrenlegion-Marken oder diese französischen Marken auch diesen neuen ja, Kapitän kaufen, der 2100 so etwas in diese Richtung kostet. Sprich, wenn hier 120 drin sind, dann ist man mit 20 ganz auf der sicheren Seite. Wahrscheinlich braucht es 18 mal 120, um diesen Kapitän zu bekommen. Nichtsdestotrotz ist ein happiger Preis, aber ich glaube, wir öffnen einmal ja, diese Container und schauen, ob ich Glück habe. Was das große, also wie auch immer, was da drin ist, ich werde... Oh! Ich wollte sagen, ich werde nichts kriegen. Was ist das? Eine Aigle. Echt, ich habe schon eine Aigle. Okay, ich habe gleich beim ersten Ziehen Glück gehabt. Und wobei Glück, da muss man ein bisschen aufpassen. Man bekommt natürlich wie immer französische Marken. Das ist sehr praktikabel, wenn man den Kapitän unbedingt will und nicht so viel grinden kann. Und ich persönlich weiß nicht, ob es möglich ist, einen Kapitän ohne einen Container zu kaufen, zu bekommen. Habe ich mir nicht ausgerechnet. Diese Marken sind quasi unbezahlbar, diese Signale, weil man kann sie nicht kaufen und sie geben wirklich krasse Boosts. Das ist einfach nur, wenn man unbedingt schnell das abzuschließen möchte, also die Sammlung, aber die geht immer. Und der Bonus ist relativ praktikabel. Was ich aber sagen möchte dazu ist, wenn wir hier einmal diesen Auftrag haben, und das, wir haben es ja gesehen, es ist egal, ob man das Schiff schon im Hafen hat. Das bedeutet, Wargaming achtet hier nicht darauf, ob man die Schiffe schon hat. Das bedeutet, es ist kein direkter Drop. Das bedeutet aber auch, dass, ja, ich würde mal sagen, höchstwahrscheinlich, wenn man ein Schiff doppelt bekommt, dass man höchstwahrscheinlich keine Dublonen bekommen wird, weil es über einen Auftrag erspielt worden ist und nicht gekauft, also direkt gekauft. Ja, ist ein bisschen fadenscheinig, weil natürlich haben wir die Container auch gekauft. Also, ich nicht. Ich habe zur Verfügung gestellt bekommen, aber ihr werdet die Container kaufen. Erhaltet aber dafür natürlich nicht das Schiff und auch keine Dublonen. Früher, oder wie es auch bei den Weihnachtscontainern bisher noch der Fall ist, bekommt man den Drop direkt und hat man das Schiff schon, was natürlich seltenst sein sollte, dann wird nochmal gelost, bevor man es sieht. Und man bekommt ein Schiff, das man noch nicht hat, welches im Rahmen des Containers, von der Größe her, droppbar ist. Hat man alle, bekommt man ein Duplikat und das sind Dublonen. Zumindest war es bisher so, das ist hier jetzt nicht so. Das ist natürlich angenehm für alle Leute, die das Spiel unterstützen möchten. Für, ich würde mal sagen, ja, overpriced. Also relativ viel Geld, 90 Euro, 25 Container für ein Glück auf 4 Schiffe, die vielleicht die Leute nicht wollen und das hier halt schnell abzuschließen, es kaufen zu können. Aber wie gesagt, es geht nur darum, wenn ihr das Spiel unterstützen wollt und es von euch kein Interesse ist, noch ein Schiff zu kaufen. Ich rate immer, es gibt die Container. Man nimmt mit, was man noch spielen kann, kauft Schiffe dafür. Weil Schiffe bringen lange Spaß, vor allem Schiffe, die ihr gerne habt. Diese Glückscontainer, oder haben wollt, diese Glückscontainer, ja, Le Terrible, ist ein cooles Schiff. Und die Gascon möchte ich auch gerne eigentlich, das ist ein sehr geiles Schiff, weil die Anordnung ist wie bei der Republik auf Tier 8, das hat was. Hm? Ja. Die 2x4, von daher, naja, ist halt ein anderer Spielstil. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Cascon ein Must-Have ist, dass man ohne das Schiff nicht fahren kann, weil das so gut ist. Natürlich Schwachsinn, das ist nur zum Sammeln.
Aber naja, Egel ist jetzt nicht meins. Und Degrasse habe ich auch noch nicht, glaube ich. Das wäre schon schön. Und diesen Bonus, bitte lass es. Veterible. Die habe ich auch schon. Ja gut, ich beschwere mich nicht. Ich habe zwei Schiffe. Ich habe zwei Schiffe gezogen von 22 Containern bisher. Das ist schon gut. Also, geil. Und ich kann natürlich alles gebrauchen. Also auch kann auch die Credit Points gebrauchen. Weiß nicht, vielleicht bekommt man trotzdem Dublonen. Will ich nicht gesagt haben, aber die Möglichkeit liegt nahe, dass es nicht so ist. Dann wollte ich nur einmal kurz, vielleicht könnt ihr das in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch was gedroppt habt und schon ein Schiff habt, das ihr schon ja, erfahren habt. Kannst jetzt natürlich nicht stoppen, schnell die 5000 Basics machen und dann, theoretisch ging es schon, ne? Theoretisch ging es schon. Ja, ich bin zufrieden. Also, ich habe tatsächlich, ich glaube, das ist, weil ich neu installiert habe. Ne? Okay, gib mir die Gascon. Gib mir die Gascon. Gib mir die Gascon. 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 Nein, ich bin zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Wir öffnen natürlich alle Container hier. Alles am laufenden Band. Dann schauen wir noch schnell rein, was man denn da alles ershoppen kann und wo das ist. Einzig Blöde ist, dass man hier unten, wenn man nicht schnell genug aufmacht, drin gespoilert wird. Ne? Jetzt seht ihr, Victor Lima, da wären sie jetzt schon. Dann wird da extremst gespoilert werden. Die Tarnungen, die man sonst. Ach, das sind schon die normalen. Das sind jetzt schon die normalen. Meine Kohlecontainer. Ja, die machen wir auch noch auf. Ich nehme immer die Kohlecontainer. Warum? Weil Kohle kann man nie genug haben. Da kommt dann ja einiges. Und Smolensk ist ja jetzt auch raus. 44.000. Das ist jetzt nicht sowas, was man einfach nur rumliegen hat. Gut, ich mittlerweile schon. Aber ich nehme immer die Kohlecontainer. Und wenn, dann hat man Signale. Weil Signale kann man nie genug haben. Gib mir einen Premium Twitch Drop. Nein, nun Standard. So, jetzt schauen wir uns aber an, was es zu kaufen gibt. Dafür müsst ihr wie immer in die Waffenkammer gehen. Dauert gerade ein bisschen. Lad was hoch nebenbei, ihr wisst dann. Naja. Und dann gehen wir ganz nach unten, wenn. Gib ihm! Da, vielen Dank. In die Ehrenlegion. Und da seht ihr das, was ich vorher. Oh, 24.750 Premium. Also kosten die 22 Premium Container. Und da kann man theoretisch auch 250 Dublonen umtauschen. Und hier seht ihr schon den Philipp. Mit 10 Punkten. Die Bogomville eingetragen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber naja, Premium Zeit kann man sich kaufen. Man kann Flaggenpakete kaufen, aber meiner Meinung nach zahlt sich das nicht aus. Die Riviera, französische, bringt keine schlechten Stats. 100% DP. Das ist tatsächlich, ja, wie gesagt, zum Leveln ist das relativ praktisch. Aber ich glaube, der Kapitän ist das, auf welches alle abzielen. Und da braucht man natürlich 2100. Und den Rest kann man dann ausgeben, wie man möchte. Funke des Widerstands. Oh ja, plus 1% Brandwahrscheinlichkeit. Tempo und Contenance. Nö. Also das, wie gesagt, das wird mein Kleber Kapitän am Ende natürlich. Er hat 8% schneller. 8%. Ja, nochmal 4 Knoten. Und minus 5% Ladezeit der Torpedowerfer. Und natürlich die plus 400. Wenn das kein DD-Kapitän ist, dann weiß ich auch nicht. Den nehme ich jetzt mit und level ihn hoch. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen. Was haltet ihr von den französischen Containern? Ich weiß, wie gesagt, kaufen nur, wer gerne gambelt, wer den Kapitän unbedingt haben will und keine Zeit hat, ihn sich zu erspielen. Und ansonsten Schiffe. Kauft auch Premium-Zeit. Damit tut ihr euch, glaube ich, einen größeren Gefallen. Oder wenn euch das Spiel so gut gefällt, dass ihr es unbedingt unterstützen wollt, mit was anderem, als ihr es eh schon gemacht habt. Bitteschön. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ciao.